Hallo, hier ist wieder der Brandon von PWPlayD und ich begrüße euch nahtlos quasi zurück zu einer neuen Folge Dragon Ball Xenoverse und wir sind immer noch hier in dem Cell-Battle. Son Gohan kämpft gegen Cell und beide sind von dieser Mira-Lila-Energie hier, von ihr hier, beeinflusst und wir hören mal, was sie zu sagen haben. Nothing seems to be going our way. I wonder, is that Goku's son? You again, huh? So annoying. He barely lifted a finger, and yet I can sense his energy. I think it's time to harvest. Your energy will be ours. You won't have your way! Greift er endlich mal mit ein? Your Trunks? What are you doing here? We are the Time Patrol, the Defenders of Time, and we've come here to stop you. I see. You've come from a different historical line. Hercule and Gohan are being strained, and you're the cause of it. Why? Why are you doing this? Let's just say it's a bit of an experiment for our future. Experiment? That's insane! No, it's not. How rude. Are you suggesting that scientists shouldn't perform experiments? These guys, they're outside the flow of time. So fighting them, it won't affect our history. I'll fight with you. I just had a great idea. Mira, can you take care of this? Hey, where are you going? I will be your opponent. This time. You want to fight us on your own? Do not disappoint me. Ja dann. So, jetzt sind die auch fertig mit reden. War gerade total konzentriert, weil die auch noch geredet haben. Hab ich gedacht, okay, hältst du mal die Fresse, dann könnt ihr zuhören. Aber jetzt sind die ja fertig hier mit Labern. Kann ich mich ja wieder einklinken. Und ich würde sagen, wir zeigen dem Mira erstmal einen zweiten Super Saiyajin. Komm wieder runter. Ah, zu spät. Der war schon unten. Excellent. The energy is not bad. What the? Our attacks aren't working? I know they're connecting. Wenigstens muss ich nicht gegen Son Gohan kämpfen. Das ist schon mal gut. Ich hau auch lieber hier diesen Penner aufs Maul. Und vor allem finde ich es gut, dass Trunks mir auch endlich mal hilft. Weil der schwafelt mich immer nur von der Seite zu und hilft mir aber nie. Wir verlieren überhaupt nicht. I told you not to disappoint me. Clearly, I should have ended this much sooner than I did. Wir machen den voll alle. Also ich zumindest. Du nicht so, Trunks. Komm. Wenn du mir mehr helfen würdest, Trunks, wären wir auch stärker. Ach, nice, der ist noch reingeflogen.
Dankeschön, Mira. Ah, der hat ordentlich gefressen. Und jetzt sagt er, oh, nice. Da haben wir die Sau rausgehauen hier. Und Trunks spricht davon, dass wir verlieren. Weiter, wir haben noch Minuten. Wir haben gerade mal 5 Minuten rum hier. Ich muss wissen, wie es weitergeht mit der Story. Und ihr doch auch. Der Penner liegt schon mal am Boden. Jetzt kommt bestimmt seine Alte. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Ah, ein bisschen verschluckt. Oh, Scheiße. Hier, Mira. That'll be all. Let's retreat for today. Okay, die verziehen sich. Da müssen wir doch so ein Gohan. Ah, da ist er. Okay. What's wrong, Gohan? Oh, I'm sorry. Are you scared at my return? We're done here. This is going to be most interesting. We'll have to settle it later. Bye. Der wird noch gefährlich. Damn, they got away. So tell me, what happened to Gohan? We should probably go back. Und mit wir meint er eigentlich nur ich. Ich soll zurück und das klären. Gohan vs. Perfekter Cell, okay. Ja, ist klar. Du supportest mich überhaupt nicht. Boah, der ist aber übel. Ey. Ich komme gar nicht dazu, irgendwelche Tasten zu drücken. Returning to health from a near-death experience has only made me even more powerful. What's so funny? Have you gone insane or something? That's not it. My own pride killed my father. I'm happy that I can avenge him. That's why I want to kill you with my own hands. What happened to Gohan? All of a sudden, he's... It must be Mira. Was war das denn? Gohan hat doch einen super Attack hier gemacht. Please help Gohan. You must defeat Cell. Oh. Ey, was ist das denn bitte? Wie kann er denn bitte meine ultimative Attacke blocken? Geht gar nicht, Alter. Ja, jetzt hat er die mal gefressen, aber nicht wirklich effektiv. Boah, das war gerade noch rechtzeitig, Freunde, ey. Bin genau rechtzeitig noch abgehauen von dem Scheißstrahl von dem Penner. Das Kamehameha, was der losschießt, ist Ultimate. Und das ist mega effektiv. Aber vielleicht ist das ja genauso effektiv gegen den. So, erstmal noch eine Kraftkapsel fressen, damit wir den noch platt kriegen. Weil unsere Energie neigt sich nämlich dem Ende. Das war jetzt aber keine Ultimate, das war ein normales. Oh, Gohan. Hau den doch nicht weg. Und da ist er platt. Bam, der Pisser. Jetzt macht den alle Gohan. Puste den mal so richtig eine vor den Latz. Got a talent for this. Don't forget. Level up. Felt.
Jetzt pustet er den um. Impossible! How can I... So war's, glaube ich, auch in der Serie. Also da passierte noch was anderes, aber das möchte ich jetzt nicht. Da möchte ich nicht drüber sprechen. He did it! Yes! Yes, I did it! Amazing. He actually pulled it off. He won. Ja, und Tenshin Han fummelt mit Vegeta. Oder mit dem leblosen Vegeta. Herzlichen Glückwunsch, ey. Gay Party lässt grüßen. Der Meister proper. Errungenschaft. Mach's gut, Krieger. Zell besiegt. Das ist eine Errungenschaft. Okay, cool. Nice. Oh, das wird jetzt auch Zeit. Wie sehen wir denn aus? 23% Gesamtabschluss. Warte, was ist denn da? Zeitpatrouille? 54% von den Zeitpatrouillen. Immerhin. So. Ich gehe mal wieder zurück in die Base. Nee, das ist mir zu heftig, Son Gohan, ey. Das kriege ich nicht geregelt. Yamshu, ey. Was will ich mit dem? Der kann sich mal verpissen. Da habe ich schon trainiert. Neue Parallelquests bestimmt, oder? Oh ja. Bumm, perfekter Cell. Da muss ich Cell besiegen. Ach du Scheiße. Was ist das denn für eine kranke Quest? Vegeta, Raditz, Nappa, Freezer, Ginyu und Cell soll ich besiegen? Das ist aber übel. Oh, das Ginyu-Kommando, okay. Cell Junior Mehrfachjagd, besiege 7 Cell Junior. Super Saiyajin-Legende, das ist auch schon übel. Gegen die Soldaten von Freezer, dann gegen den normalen Freezer, gegen den besseren Freezer und gegen Ultimate Freezer. Ja, und die anderen haben wir schon gemacht. Die werde ich auf jeden Fall nochmal durchmachen. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich alle noch in der Aufnahme mache, weil das ist immer ganz cool, wenn ich diese offline machen kann, weil dann habe ich was zu tun, kann ein bisschen skillen. Während ich hier im Let's Play die Folgen zeige, die Story zeige. So, Grundangriffe, KI-Explosion und auch Gesundheit würde ich nochmal machen. Huh. Okay, super. Hat mir nichts gebracht, was mit Piccolo nochmal zu reden. Und das bringt natürlich Gesundheit und KI super Explosion, aber die Grundangriffe gehen da so runter. Deswegen möchte ich eigentlich ein anderes Kostüm haben. Ich glaube, wir sollten vielleicht besser wieder das anziehen. Obwohl, das macht die KI super Explosion besser schlechter, ne? Das ist auch schlecht. Hm. So mal, nee, da geht's zum Händler. Aber der hat, glaube ich, auch nichts wirklich Besseres. Aber wir gehen nochmal gucken. Missy, die steht hier die ganze Zeit, steht hier rum. Immer. Die ist doch nicht immer online. Kann ich was Neues mischen? Nee, mach mal hier Rezeptmischung. Die können wir mal machen. Gruppenenergie auch nicht schlecht. Ach, da kann man ja nicht drüber.
Zubehör. Gibt es neues Zubehör? Also das ist sowas wie die Sonnenbrille oder das Schwert halt. Ich glaube noch nicht. Pans Kopftuch, ja. Das, aber ist auch nicht so wirklich geil. Ah, hier gibt es ein neues. Neues Modell vom Scouter. Ach, hier gibt es tatsächlich andere Sachen noch. Weicher Hut, Meister Shen-Perücke, Meister Sachen-Perücke. Meister Kaios Hut, Chichis Helm, Helm des Rinderteufels. Meister Quittes Stab, oh nice. Cool, aber das sind nur Sachen, die bringen uns nicht wirklich weiter. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen mal da. Wir gehen jetzt erstmal bei den Fähigkeiten gucken. Ich denke mal, dass man jetzt hier auch Super Saiyajin kaufen könnte. Aber ich habe das ja schon. Ja, hier scheint aber nicht irgendwas Cooles Neues zu sein. Dann gucken wir doch mal hier. Coolers Trupp, okay. Kid Chichi. Was sind denn Chichis von Gokus Frau? Aha. Als sie klein war. Okay, super. Kann man sogar tragen. Ist aber nicht wirklich gut. Trunks GT Kleidung. Okay. Shingi Dämon Kampfanzug. Elite Anzug. Huiuiui, könnte man sogar einwerben. Oh. Achso, den können wir nicht tragen. Ja, stimmt. Miras Anzug. Das ist schade, den können wir leider nicht tragen. Und die hat leider schlechte Werte. Das ist einfacher, wenn man direkt so ein Knüppelmeister ist und nicht so auf KI setzt. Sieht man ganz deutlich über den Kostümen auch. Schade. Also ist nicht so wirklich was Geiles bei. Ja, Miras Kleidung, ja, genau. Kann man nicht tragen. Das ist echt toll. Na, den könnte man sogar noch. Ah, den können wir auch nicht tragen. Können wir nur das tragen, okay? Das ist ja super. Naja, dann würde ich sagen, war es das auf jeden Fall erstmal für diese Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt DreamWorks Xenoverse mit dem Brennen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und auf Wiedersehen. Tschüss!